Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir waren im letzten Part hier stehen geblieben und müssen eigentlich nun zum Handelsviertel da wieder. Ich brauche die anderen Rüstungsplatten von diesem Penner. Und irgendwo ist ein Haus, wo sie drinne sind. Frage ich mich nur, wo. Aber ich glaube, ich hau den jetzt erstmal kaputt. Der läuft da hinten rum. Sobald er auf dem Steg da vorne ist, hauen wir ihn kaputt. Alles klar bei dir? Ja, ja, alles fit. Ukor, der ist da vorne. Sag mal. Als ob ich den jetzt beklaue. Ich will ja was für die Leute da tun. So, können wir hier drauf gehen wohl? Hornmuschel. Ja. Sonst nicht wirklich viel. Ja. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja? Du bewahrst hier die Schiffe? Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Ich bin kein Hanswurst. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Geh zurück, ich will Buddy hauen. Wo ist der? Wo bist du, du Auge nichts? Wir klauen mal hier jetzt ein bisschen. Alles, was wir mitkriegen können. Gucken, was hier in der Kiste ist. Also... Richtig, irgendwie wichtige Sachen sind hier auch nicht. Mal kurz gucken. Mal gucken, was hier noch so ist. Alles auch nicht wirklich. Raus! Weg mit dir! Ja, verschwinde von hier! Ich hau ja schon ab. Mann, seid ihr ungemütlich. So. Ah, den beklaue ich nicht, nein. Was machen wir denn sonst noch? Hauen wir Buddy um? Wo bist du, Buddy? Suchst du was? Ja, Ingwer. Ich brauche Ruhe. Der haut sich hier die Binde voll. Ne, Düter. Wo ist denn Bart gewesen eigentlich? Der andere hängt fest, das weiß ich noch. Der hängt da vorne hinten in, so in diesem kleinen Teil da fest. Mal gucken, was hier sonst noch so ist. Wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um. Um halt die anderen Rüstungsplatten noch zu finden. Ich meine, wo habe ich Bart schon mal gesehen? Halt, halt, halt. Hier ist ja auch noch einer. Na, mein Junge. Was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetackelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt
als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Prost. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Was hast du denn Schönes? Wildschweinfell. Nee, Keilerfelle brauche ich. Tschüss. Gucken. Gucken, ob hier noch im Leuchtturm was ist. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Der hat einen Schlüssel, das weiß ich. Heißt? Stecke! Oh, na warte. Ja. Du entkommst uns nicht. Ja. Alter! Ah, schreck mich ruhig. Boah. Hilfe. Was mir jetzt aber mal eingefallen ist, wir können mal die Händler in dieser Stadt absuchen. Um halt diese Keilerfälle mal zu kriegen. Ich will an Jacks Truhe ran. Da ist eine Goldschale. Schlüssel wird das nichts. Hör auf zu schleichen. Steck, du. Ja. Willst du mir sagen, den kann ich jetzt. Hallo, der hat einen Schlüssel bei sich. Hallo, ich will deinen Schlüssel haben. Ah, der steht gleich schon wieder auf. Ich will mich nicht nochmal mit dir anlegen. Ja. Du hast keine Chance gegen uns. Ja. Ja, komm, das hat nicht viel gebracht. Wo krieg ich denn den Schlüssel von Jack her? Für seine Truhe. Ich brauche diesen komischen Zauber, dass ich mir die Schale da oben runterhole. Weil da ist eine Goldschale, aber das ist nicht das, was ich suche. Das ist für diese eine Mission, die ich noch irgendwann mal kriege. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Nee, da komme ich nicht runter. Gut, dann geht's hier jetzt auch wieder runter. Das ist Edgar. Ach nee. Ich brauche irgendwie hier Weasel, das ist auch ein Bandit. Super, schon mal wieder einer gefunden. Erstmal die Hand. Heilpflanze stand da, glaube ich, jetzt. Gary, Ordenskrieger. Feind hier ja alles von den Ordenskriegern. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Ich wusste nicht, dass der Zutritt hier verboten ist. Ja, schon gut. Geh weiter. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don? Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Mit Berechtigung. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde.
Nein. Wo ist denn Tony? Wo zur Hölle ist hier ein Tony? Tony. Tilda. Elsa. Das Viech hat ernsthaft einen Namen. Und andere Leute heißen einfach nur... Ne, oder der hat auch einen Namen. Ach, hier sind wir... Kommen wir hier raus? Ach, hier geht's dann da... Aha. Ist ja mal gut, hier so ein paar Wege zu finden. Wer weiß, wofür man das noch alles hier mal gebrauchen kann. Muss ich die erst knacken? Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. Geschafft. So. Lichtzauber. Ach, kann man eigentlich auch nicht gut gebrauchen. Ich brauche diesen dass man sich solche Sachen hier... Telekinese. Ich habe genügend eigene Sorgen. Oh, ich auch. Wer hat die nicht? Wo geht's denn hier lang? Ist das denn für einer? Solange mich niemand bezahlt, muss ich mich auch nicht bewegen. Er ist ja auch gut drauf. Oh, ein Schmied. Walter. Aha, mal gucken, was hier so ist. Ja, ich gucke mich jetzt hier nochmal so ein bisschen um. Wer weiß, ob hier nicht mal irgendwann wo was... Kurzbogen, Pfeile, Äpfel, das will ich gar nicht haben. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Bellschwur. Hier zu Meister Bellschwur. Und gucken, ob wir diese scheiß Fälle endlich mal abgeben können. Ich glaube, der will Keilerfälle und keine Wildschweinfälle. Ah ne, wir müssen ja nach Baxter. Das ist ja viel wichtiger. So, jetzt muss ich erstmal aus diesem ganzen Irrgarten hier wieder rauskommen. Der hat sich hier schon wieder festgebackt. Oh Junge, geh doch da normal durch. Meine Herren. Ist doch alles nicht so schwer. Gibt's was? No. Ach, geh ja schon. Ach, und hier hängt der... dritte Bruder da fest. Ne, mit Gary reden wir noch nicht. Eigentlich will ich mit Weasel reden. Ja, komm. Reden wir noch mit Weasel in diesem Part. Ich gebe nichts. Wie geben? Wollte ich was von dir haben? Oh, ich dachte, du bist ein Flüchtling, der ein paar Münzen schnorren will. Du gehörst zum Don. Ach, das hast du erkannt? Bist wohl ein ganz Schlauer. Was machst du hier? Ich mache gar nichts. Wie soll ich etwas machen, wenn die Weißen mich nicht aus den Augen lassen? Warum beobachten dich die Weißen? Ich glaube, sie halten mich für einen Dieb oder Einbrecher. Wo ist denn der Unterschied? Bist du einer? Nein. Früher habe ich den ehrenwerten Händlern sogar Schutz angeboten. Und dich dafür bezahlen lassen. So ist nun mal das Geschäft. Und jetzt? Jetzt wartet Carlos nur darauf, dass ich ihm einen Grund liefere, damit er mich aus der Stadt werfen kann. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Vielleicht kann ich dir helfen. So, und wie willst du das anstellen? Lass mich einsteigen. Ich kümmere mich um deine Geschäfte. Wieso sollte ich dir vertrauen? Ich habe bereits für Delgado gearbeitet. Ich habe für ihn Schutzgeld eingetrieben. So, Schutzgeld eingetrieben. Du hast also schon Erfahrung gesammelt. Komm schon, gib mir eine Chance. Hör zu, Junge. Das hier ist das Viertel der reichen Säcke. Du kannst hier nicht einfach von Tür zu Tür gehen und Schutzgeld kassieren. Hier sind die weißen Typen und die passen gut auf. Und wie läuft das hier? Bevor ich dir die Tricks zeige, mit denen du dir hier die Taschen füllen kannst, musst du was anderes für mich machen.
Worum geht's? Don Esteban unterstützt den Anbau und die Ernte von Brauke. Die Ernte wird vom Alchemisten Leonardo weiterverarbeitet. Gary, der Gehilfe des Alchemisten, bringt die Ware dann wieder zu uns. In letzter Zeit verschwindet allerdings ein Teil der Ware. Du meinst, da zweigt sich jemand was ab? Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Ja, ich denke, dass Gary dahinter steckt. Warum verprügelst du ihn nicht? Ich will nicht, dass die Weißen mich drankriegen. Und obwohl ich Gary für einen Feigling halte, weiß ich nicht, ob Schläge ihn zum Reden bringen. Wie kommt die Ernte in die Stadt? Belaste dich nicht mit Wissen, das gefährlich sein könnte. Und wenn die Ware schon auf dem Weg in die Stadt verschwindet? Nein, das passiert nicht. Wenn Leonardo die Ware bekommt, ist sie noch vollständig. Was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Du willst dir doch die Taschen füllen, oder? Bring mir, was ich haben will, und ich zeig dir, wie wir die reichen Händler um ihren Besitz bringen. Oh, das könnte interessant werden. Ist das alles? Außerdem wirst du damit unser Vertrauen in dich stärken. Marcello ist nämlich scharf auf meinen hübschen Hintern und darf die Pakete nicht bekommen. Wie soll ich vorgehen? Gary ist zu dumm, um auf eigene Faust zu arbeiten. Irgendwer hat ihn beauftragt. Wenn wir den kriegen wollen, musst du Gary verfolgen, wenn er die Krautpakete ausliefert. Und wenn er sich mit seinem Partner trifft, schnappst du dir die beiden. Alleine? Ich würde dir ja helfen, aber die Weißen lassen mich nicht aus den Augen. Ich werde Gary verfolgen. Gut. Gary arbeitet gegenüber von hier, im Haus des Alchemisten. Stell dich neben oder hinter mich, damit er dich nicht sofort bemerkt. Er ist ein nervöser Bursche. Jetzt ist er, glaube ich, reingegangen, oder? Ja. Gut, ich werde hier den Part erstmal beenden. Im nächsten Part reden wir dann mit Weasel weiter und werden Gary verfolgen. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich das erst mit den Rüstungsplatten machen, aber ich mache alles so ein bisschen quer durcheinander. Ob das eine gute Entscheidung ist, das werde ich ja hinterher sehen. Jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und wenn ja, dann bis zu den nächsten Parts von Risen. Tschüss.